Gisela Schütz war als Patin, hat uns die Schleife aufgemacht und ist mit den Nachtwächtern vorgelaufen. Rund 2000 Neckargemünder und Einwohner aus den Nachbargemeinden wollten sich das besondere Ereignis der Tunnelführung zum Abendbummel am Freitag nicht entgehen lassen. Trotz einiger Sicherheitshindernisse, die zu nehmen waren, konnte der Gewerbeverein mit seiner Vorsitzenden Sabine Schweiger diesen Event doch noch ermöglichen. Die Absperrung hatte zuvor die Ehefrau von Landrat Dr. Jürgen Schütz, Gisela Schütz, die auch Namensgeberin des Tunnels ist, geöffnet. Angeführt von der Einradgruppe des TV 1876 Neckargemünd und den Dilsberger Nachtwächtern bewegten sich die Menschen durch den Tunnel. Die 600 Meter lange Umgehungsstraße in Neckargemünd mit ihrem 200 Meter langen Tunnel ist das umfangreichste Projekt an einer Kreisstraße, das der Rhein-Neckar-Kreis in seiner Geschichte gestemmt hat. Die Bauarbeiten begannen mit dem Brückenbauwerk über die Elsens im Jahr 1999. Die Fertigstellung der Umgehungsstraße mit Straßenanschluss und damit auch die Inbetriebnahme des Tunnels ist für dieses Jahr geplant. Immer wieder haben Überraschungen und neue Erfordernisse zu einer Verzögerung der Baumaßnahme geführt, wie die Integration des S-Bahn-Haltepunkts Altstadt, der Brand des Schulzentrums, ein Bombenfund oder ein Firmenkonkurs. Der bergmännische Tunnelabschnitt liegt zu zwei Drittel im festen Sandstein und zu einem Drittel in sogenanntem Lockergestein. Er unterquert mit geringer Überdeckung den Randbereich der Kernstadtzone von Neckargemünd. Wie Leute sind das, Herr Gärtner? Vorneweg 1500, 2000. Okay. Das ist ein Haufen, das ist alles voll. Okay. Ne?